Ein Sonntag in der Lüneburger Heide. Eine Schauspielerin hat diese Idylle gewählt, um eine harte und aufreibende Zeit hinter sich zu lassen. Jenny Elvers wohnt hier mit ihrem 17-jährigen Sohn Paul. Die 46-Jährige genießt die Normalität nach harten Jahren. Wie war es denn gestern Abend? Entspannt. Aber du warst spät zu Hause? Nee. Doch? Das stimmt nicht. Wohl warst du spät? Ich hab dich nicht gehört. Das heißt, ich war im Tiefschlaf. Mutter und Sohn leben in einer Art WG zusammen. Allerdings mit klarer Rollenverteilung. Weil meine Mutter ist auf jeden Fall eine coole Mama. Kann man auch mal Blödsinn machen, auch mal Späße machen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine entspannte Mutter. Kann auch streng sein, aber man kann auch auf jeden Fall viel Spaß haben. Jeder darf seinen Kram machen, ohne dass das irgendwie dass eine eingeschnappt ist. Ja, und trotzdem, ich bin die Mama. Ich bin nicht die Partnerin in irgendeiner Art und Weise oder eine Freundin. Ich bin die Mama. Bevor Jenny Mama wird, ist ihr Leben wild. Schauspieler Heiner Lauterbach ist der erste Mann, der die Heidekönigin ins Showbusiness bringt. Danach folgt Big Brother-Star Alex Jolik. Jenny wird schwanger. Die beiden trennen sich noch vor der Geburt von Paul. Ersatzpapa wird Jennys Manager und späterer Ehemann Götz Elbertshagen. Bis zur Scheidung 2014. Da hat Jenny Elvers ihre Alkoholsucht schon hinter sich. Ihre größte Lebenskrise. Wirklich eine massive, eine sehr einschneidende, die mich fast mein Leben gekostet hätte, die mich fast auch meine Karriere gekostet hätte. Ich wusste ja auch nicht, werde ich jemals wieder besetzt? Will man mich eigentlich noch haben? Was ist mit meinem Äußeren? Finde ich da irgendwie wieder zurück zu einem so, dass ich damit leben kann, dass es ansprechend ist. Auch für die Kamera lasse ich das zu. Auch das Älterwerden fange ich an mir rumzuschnippeln. Das sind dann ja auch so Fragen. Und das war so viel im Ungewissen. In ihrer Biografie schreibt Jenny offen über die Zeit als Alkoholikerin, den Zusammenbruch auf einer Restauranttoilette. Damals lautet die Schockdiagnose, noch 2 Monate zu leben. Der Rettungsanker, ihr Sohn Paul. Ja, wir haben es durchgestanden mit viel Reden. Natürlich gibt es immer blödere Tage, immer bessere Tage. Aber ich würde sagen, so im Ganzen sind wir da ziemlich gut durchgekommen. Ich bin jetzt seit im 6. Jahr trocken. Das ist auch schon eine wirklich gute Zeit. Und auch das möchte ich mal vor Augen führen, weil eben in der breiten Meinung, das gefühlt vorgestern war, nie 6 Jahre. 6 Jahre. Paul und seine Promi-Mutter haben ihre eigene Art gefunden, mit diesem Teil der Vergangenheit umzugehen. Es ist halt auch so bei uns dann eben zu Hause irgendwann auch gar kein Thema mehr gewesen. Also wir machen, wenn überhaupt, lachen wir uns mal krank über eine bestimmte Situation, wenn weiß ich nicht. Neulich waren wir am Bahnhof, da standen irgendwie, weißt du, ein umgekipptes Bier und noch eins und noch eins. Und Mutti war hier. Also so, ja, das ist unser Humor und das ist gut so. Lange hat Jenny Elvers ihren Sohn aus der Öffentlichkeit rausgehalten. Jetzt ist Paul alt genug, selbst zu entscheiden. Und das tut er. Der 17-Jährige macht bald Abitur, arbeitet nebenbei als Model und Schauspieler. Sein prominenter Name könnte ihm Türen öffnen. Aber Paul hält sich lieber zurück. Gibt es so den Moment, wo du sagst, übrigens, meine Mutter ist die da? Ist das ein Thema? Das ist eigentlich eine ganz interessante Frage. Ich würde sagen, ich bin von Anfang an immer komplett normaler Jugendlicher oder so. Das war ich würde sagen, ich bin so wie ganz normal wie jeder andere. Oder nicht wie jeder andere vielleicht, aber wie ein ganz normaler 17-jähriger Jugendlicher. Normal ist anders. Paul und seine Promi-Mama haben große Pläne. Jenny Elvers hat mit ihrem Buch die Alkoholsucht abgeschlossen. Und ihr Sohn Paul ist fast erwachsen. Zeit für einen Neustart. Deshalb wollen beide nach Berlin umziehen, suchen eine Wohnung. Kann Jenny in der Hauptstadt überhaupt wieder Fuß fassen? Also ich drehe sehr viel hier. Und ich habe ganz, ganz viele Freunde hier. Also ich hatte immer eine große Berlin-Affinität. Und von daher ist Berlin war immer place to be. Und es wird langsam wieder Zeit dafür und dann auch für länger.
Treten Sie rein. Paul ist wegen der Schule in Lüneburg geblieben. Per FaceTime hält Jenny Elvers ihren Sohn auf dem Laufenden. Hallo, Paul. Hallo. Na, kannst du mich sehen? Nee, kann ich nicht. Kannst du nicht, ja, das ist, weil dein Display runtergefallen ist. Ich selber sehr auf dich. Dann hast du nicht genug Empfang. Jetzt kann ich dich sehen. Hallo, Kind. Hallo. Hallo. Aber weißt du was? Man sieht, dass dein Display kaputt ist. Du siehst ganz verschroben aus. Als hättest du einen Sprung in der Schüssel. 115 Quadratmeter für 2000 Euro kalt. Was sagt Paul dazu? Also für die Berliner Wohnung ist mir wichtig, auf jeden Fall, dass es eine gute Lage ist. Relativ zentral, weil sonst sehe ich ja keinen Sinn darin, in Berlin zu wohnen. Weil dann könnte ich auch hier wohnen bleiben, wenn ich dann nicht da in zentral in Berlin wohnen würde. Und natürlich hat man gerne ein großes Zimmer. Also mein Schlafzimmer ist mir relativ wichtig, weil wenn ich zu Hause bin, dann bin ich am Schlafen. Sohn Model, Mama Schauspielerin. Klar, dass eins der vier Zimmer ein Ankleidezimmer sein müsste. Ha, also wüsste ich jetzt nicht, wo sollen denn die Klamotten hin? So viele Klamotten, ja? Das würde nicht alles hier reinpassen. Ja, das sind auf jeden Fall viele Klamotten, würde ich mal sagen. So 300 ja. Schuhe. Wobei, Sie können das ja ein bisschen verlagern. Genau, hier 50 Schuhe, hier, im Abstellraum. Hier 50 Schuhe, genau, hier genau. 50 Schuhe. Das ist zu klein hier, tatsächlich. Also es ist eine süße okay. Wohnung, aber wir haben zu viel Zeugs. Kriege ich hier nicht unter. Das ist kein Problem. Also ich sage immer so, es muss Ihnen natürlich gefallen in allererster Linie. Allerdings, denn obwohl Paul erstmal mitzieht, ist klar, der 17-Jährige wird irgendwann eigene Wege gehen. Und dann ist Mama Jenny allein. Ich muss schauen, dass ich da in dem Moment auch loslassen kann. Und dementsprechend möchte ich natürlich auch nach Berlin. Nicht nur, weil ich hier am meisten arbeite, sondern hier meine Freunde habe. Also mein engster Freundes- und auch Bekanntenkreis im Sinne von, ach, man geht mal da ins Kino oder man geht einfach mal so ein bisschen irgendwie weg, der ist hier. Jo, in jedem Fall vielen Dank. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen. Es hat mich sehr gefreut, Frau Elvers. Findet Jenny ihre Traumwohnung für den Neustart in Berlin? In Berlin ist Jenny Elvers heute Gast beim Sat.1 Frühstücksfernsehen. Sie spricht vor einem Millionenpublikum über ihr Buch und ihre Alkoholsucht. Solche Termine sind wichtige PR. Man hat viele Fragen zu beantworten, aber es ist nicht ein Film, wo ich eine Rolle spiele, sondern es geht um mein Buch, um mein Leben. Und ich weiß natürlich, dass sich dann immer genau das und das und das rausgesucht wird. Und darauf bin ich logischerweise vorbereitet. Ich habe das Buch selbst geschrieben, ich weiß, was drin steht. Also kann mich auch jeder fragen, was er möchte. Das gehört natürlich dazu. Job ist es natürlich auch, aber das ist so ein Herzensjob. Ne? 5, 4, 3, 2, 1. Bei Jenny Elvers bricht jetzt doch Stress aus. 2012 verlor sie in einer Talkshow die Kontrolle über sich selbst. Ihre Sucht wurde öffentlich. Was, wenn sie jetzt darauf angesprochen wird? Du warst in einer Sendung zu Gast und du warst stark alkoholisiert. Das hat man einfach gesehen. Du beschreibst in deinem Buch die Situation danach. Ja. Ich liege auf dem harten Fliesenboden einer Restauranttoilette mit dem Gesicht nach unten. Meinen Körper spüre ich nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Also war das wirklich der Punkt, an dem du gedacht hast, okay, jetzt muss ich handeln, ich muss für mich sorgen? Naja, das ist natürlich wirklich ganz unten. Ich habe mein Jenny-Programm dann erstmal wieder abgespult. Ne? So, oh, geht schon wieder irgendwie ein bisschen durch die Haare gehen und ein bisschen nochmal Make-up drauf und the show must go on. Ja, da hätte mich jemand vor 10 Jahren gefragt, zum Beispiel, wie sieht dein Leben in 10 Jahren aus? Da wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen, so für den ganzen Zwischenteil. Ja, ja, da bist du dann mal in der Betty Ford Klinik, machst mal mit Krawums voll angesoffen, eine Talkshow, super, Sehnenauges gegen die Wand, juhu. Boah, also hätte mir das jemand gesagt vor 10 Jahren, hätte ich auch gesagt, hier, alles klar, sonst noch irgendwie irgendwas. Heute kann Jenny offen darüber sprechen, auch über die Ursachen.
Okay, Jenny, das geht nicht, was du hier machst. Also dieses abends Schlaftablette nehmen, eben Text lernen, allein im Hotel und dann ein Glas Rotwein, um das irgendwie eben schlafen zu können. So fing das ja wirklich bei mir an. Ich hatte wirklich massive Schlafprobleme und ich wollte halt funktionieren und ich habe ja auch funktioniert. Ich habe auch auf der Bühne gestanden und jeden Abend 200 Seiten Text gesprochen. Und es ging eben für eine ganze Zeit, ging es gut, aber mein Körper habe ich so runtergerockt. Nach dem Interview ist Jenny erleichtert. Millionen Menschen wissen jetzt, sie ist wieder da. Ist doch alles gut gelaufen, von daher, ich muss mich jetzt so ein bisschen beeilen. Aber ansonsten ist alles gut gelaufen, war nett. Ich weiß ja, ich fühle mich hier sehr wohl, ich kenne die Redaktion gut, ich habe hier schon oft war ich hier zu Gast. Von daher macht es das natürlich immer sehr viel einfacher. Ne? Und nee, das ist ja, haben wir alles durch hier. Von daher macht es das immer sehr angenehm, hier zu sein. Ne? Also frisches Fernsehen an sich ist sonst immer schwierig, so ein bisschen von den Uhrzeiten. Aber hier zu sein, ist immer ein bisschen wie nach Hause kommen. Die Lüneburger Heide. Hier lebt Schauspielerin Jenny Elvers. Nach dem Alkoholentzug versucht die 46-Jährige mit ihrem Sohn Paul aus der Beziehung mit Big Brother-Star Alex Jolik ein normales Familienleben zu führen. Natürlich gibt es immer blödere Tage, immer bessere Tage. Aber ich würde sagen, so im Ganzen sind wir da ziemlich gut durchgekommen. In Hamburg begleitet Jenny ihren Sohn heute zu einem Termin mit seiner Agentur. Der 17-Jährige ist ein gefragtes Model. Wieso hast du keine Uhr um? Das weiß ich nicht, habe ich vergessen, deswegen. Ist abgezogen worden in der Schule. Paul modelt seit 2 Jahren, lief schon in Paris über den Catwalk. Ich bin hier in der Modelagentur heute, um einfach so ein kleines Gespräch mit dem Chef hier zu haben, ein kleines Update und noch ein paar neuere Fotos zu machen. Marco! Schön, dich zu sehen. Ja, yes. Die neuen Fotos müssen sein, denn Paul sieht jetzt viel erwachsener aus. Agenturchef Marco spricht mit dem 17-Jährigen. Mama Jenny soll draußen warten. Also jetzt mal auf Paul zu warten, ist überhaupt nicht schlimm. Der kennt das ja sonst immer andersrum. Ja? Also der musste schon ganz oft auf mich warten. Nein, aber ich finde, es gehört auch zum Erwachsenwerden dazu. Also auf der einen Seite möchte er das machen, dann soll er auch. Der Agenturchef hat große Pläne mit seinem Promi-Schützling. Wir wollen dich ja wesentlich maskuliner jetzt auch verkaufen. Wir haben in Mailand eben gute Anfragen für dich. Wir haben Roberto Cavalli, wir haben Dolce & Gabbana für eine kleine Line irgendwie. Und auch für die Shows bist du eben einfach super interessant. Und ich denke mal, so 4 bis 5 Wochen müsstest du schon einplanen. Ja, das muss ich natürlich gucken mit der Schule. Ja. Auch im Moment relativ viel in der Schule zu tun. Hi Paul, ne? Alles gut? Ja, selber. Perfekt, aber mir ist auch alles super. Pass auf, wir machen ein paar Polas, ja, ne, damit wir das natürlich auch an deine Kunden und so weiter rausschicken können. Modeln, Reisen, die Fashionwelt ist verlockend für einen 17-Jährigen. Aber wie reagiert Mama Jenny? Sie hat eher Pauls Abitur im Blick als einen Catwalk in Mailand. Yes, mega. Wir haben es, würde ich sagen. Top. Danke für meins. Ciao, ciao. Ciao. Mach's gut, ne? Moin. Moin. Ganz klasse gemacht. Vielen Dank fürs Kommen, ne? Jenny. Das war toll, wie immer. Und wir sprechen dann. Wir sprechen. Ja? Ja. Wegen Mailand müssen wir noch sprechen. Mailand müssen wir noch sprechen. Mailand, müssen wir Mailand ist super. Kommt mal mit zum Shoppen. Tschüss, Marco. Okay. Ciao. Ciao. Was sprechen wir denn über Mailand? Ich soll 4, 5 Wochen nach Mailand. 4, 5 Wochen? Ja. Aha. Ja. Das müssen wir noch gucken mit Schule und allem, ne? Aber das können wir mal anders besprechen. Das rattert schon. Moment, Herbstferien sind nur 2 Wochen. So, Abmarsch. Und das kurz vorm Abi. Sagt Mama Jenny ja? Zurück in der Lüneburger Heide. Promisohn Paul hat heute seine 2. Fahrstunde. Hat's aber gar nicht eilig. Sag mal, wir müssen los, ne? Weißt du schon? 1/2 Stunde Fahrschule. Ja. Na, das kriegen wir hin. 2 Bisse sind's noch? Okay. Ich esse noch die 2. Teile, die es noch gibt. Ja, haben. Dann mach das eben. Den Salat kann ich später essen. Genau. Oder gar nicht. Bist du aufgeregt? Eigentlich nicht, irgendwie. Bisschen? Das kommt noch. Kommt noch. Kommt noch. Ich glaube, dein Fahrlehrer muss aufgeregter sein.
Jenny muss lernen, aus ihrem kleinen Jungen ist ein selbstbewusster Teenie geworden. Gespräche wie dieses wird es öfter geben. Wir haben das alle mal gelernt, wir haben das alle mal durch. Tja, wenn du deinen Führerschein geschafft hast, dann krieg ich das auch. Witzig. Du bist ein kleiner Frechdachs, echt. In der ersten Fahrstunde war Paul unkonzentriert. Wird es heute besser? Da steht er schon. Ja. Ja. Tagchen. Oh. Moin. Moin. Na? Moin. Geht's? Gut. Hier? Auch. Muss. Hi. So. Na? Ja? Wie geht's? Gut. Selber? Ja, auch gut. Pass auf, wann soll ich ihn wieder abholen? Also normal fahren wir 19 Minuten. Mhm. Ja, also normal jetzt ist hier, ja, 19 Minuten sind wir da. Alles klar, weiß ich Bescheid. Jo. Bis gleich. Tschüss. Tschüssi. Viel Spaß. Danke. Dass wir keine Klagen bekommen. Ja? Schön zuhören. Nach linker links, Spiegel, Spiegel, Seitenblick. Also Außenspiegel, Kopftrainer links ist frei. Denk noch mehr. Oh. Und immer beide Hände am Lenkrad. Ja. Beide Hände am Lenkrad. Auch wenn du rausfährst, immer beide Hände. Immer. Der Schalthebel, der fällt nicht weg. Der ist da fest. Komm, ich hab Angst, du kannst den wirklich. Ich hab ihn schon wieder in der Hand. Ist auch. Ja. Weißt du, brauchst du sowas? Hä? Unbedingt, dass du den immer in der Hand hast. Weiß ich nicht. Den Schalthebel. Bringt dir das Sicherheit? Nee. Nee, bringt's dir auch nicht. Ich fahr auch schon wieder zu schnell. So. Paul steckt mitten in der Pubertät. Und eine Frage treibt seine Mutter um. Ist er anfälliger für Alkohol, weil sie früher trank? Ich habe auch schon mal was eingekauft, wenn er Freunde hier hat oder für seinen Geburtstag oder so. Das geht schon. Und was ich an Paul sehr schätze, ist auch, dass ich mich unheimlich auf ihn verlassen kann. Also da ist einfach so ein Grundvertrauen zwischen uns. Auch eben in den Bereichen, wo man dann eben anfangen muss, loszulassen. Und wenn ich sage, um eins bist du zu Hause, dann ist der um eins zu Hause. Also das gibt es nicht, dass das nicht klappt. Mutter und Sohn haben zusammen viel geschafft. Zwei Stunden später, Pauls Fahrstunde ist vorbei. Und? Ja, was? Frei, ne? Hat er zugehört? Ja, klar, dazu gehört. Hat sehr Bestes schön. Gegeben. War viel besser als letztes Mal. Berlin. Heute ist Jenny Elvers hier zu einer Filmpremiere eingeladen. Lange war die Schauspielerin nicht mehr auf solch einem Event. Ja, mein erster roter Teppich tatsächlich. Also ich meine, ich gehe sowieso nicht so oft mehr auf rote Teppiche. Das macht man so gern mal am Anfang. Und ich bin auch Mama. Und wenn ich überlege, okay, morgen muss ich früh aufstehen, weil Kind muss zur Schule und ich muss noch das und das und das und das erledigen, dann überlege ich mir das tatsächlich doppelt und dreifach, ob ich die Fahrt auf mich nehme, weil eine Filmpremiere ist halt nicht da bei mir in der Lüneburger Heide, sondern wahlweise Hamburg, Berlin, München, wie auch immer. Jenny Elvers. Der Name prangt sogar auf dem Hotelbademantel. Promi-Status? Ja, aber nicht mehr so wie früher. Ihr Make-up macht sie selbst. Man sieht auch immer leicht bescheuert aus dabei, ne? Mund offen, da muss ja immer gleich Pflege drauf. Schönreden muss Jenny sich nichts mehr. Ich meine, gut, es ist halt 46, ist halt 46, bin ich geliftet. Also, Farbe, die Farbe macht's. Früher hat Jenny bei solchen Gelegenheiten die Minibar leer getrunken. Einsam im Hotel, Shampoos auf der Promi-Party. Könnte sie heute, nach 6 Jahren Abstinenz, noch einmal rückfällig werden? Also muss ich wirklich sehr lachen tatsächlich, weil das ist natürlich überhaupt kein Thema. Warum sollte es? Also weil in der Tat ist ja überall Alkohol. Dann könnte ich nicht ins Restaurant gehen, dann könnte ich irgendwie mich in Zug setzen. Wer trinken will, trinkt. Jenny Elvers, seit 28 Jahren im Showgeschäft. Glamour Girl, Moderatorin, Model. Die Blondine hat sich selbst mal den Titel Queen Mom à la Luda verpasst. Die hemmungslose Jagd nach Titelbildern hat sie bekannt gemacht. Das ging dann auch relativ einfach. Also ich war gerade optisch in jüngeren Jahren doch sehr auffällig, hatte sehr große Brüste und habe mich auch so angezogen wie so eine blonde Sirene. Das würde ich in der Tat, wenn ich jetzt könnte oder wenn ich noch mal starten würde, zu der heutigen Zeit anders machen. Jenny macht sich ohne Begleitung auf den Weg. Es ist ihr erster roter Teppich seit Veröffentlichung ihres Buches. Sohn Paul kann nicht mit, bekommt aber einen Gute-Nacht-Anruf. So viel Zeit muss sein.
So, Muckilein, Mama hier. So, ich bin jetzt auf dem Weg zur Filmpremiere. Ich weiß, nach der Fahrschule bist du bei Omi. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ich werde mich erstmal nicht melden, weil ich natürlich mein Handy auf Flugmodus habe. Ne? Nicht, dass du dich wunderst, aber du kannst mir natürlich schreiben. Ich kann mal raufgucken. Okay, Maus, bis dann. Ciao. Jenny is back. Solche Events sind perfekt zum Netzwerken. Also es ist nicht als eine richtige Jobbörse, dass einer kommt und sagt, hey, sag mal, schön, dass du hier bist. Ich hätte da eine Rolle für dich. So funktioniert es nicht. Aber das Treffen, das Sehen, das ist gar nicht so blöd, ja. Früher war der Gang vorbei an den Presseleuten ein Spießrutenlauf. Jede Frage drehte sich um Jennys Alkoholsucht. Wie reagiert die Branche heute? Also es waren natürlich auch ein paar Kollegen, die gesagt haben, ist das nicht gefährlich? Es war doch jetzt so ruhig, was dieses Thema angeht. Jetzt holst du es noch mal raus. Und zwar so richtig. Jenny ist hin und her gerissen. Sie will sich zeigen und PR machen für ihr Buch und ihren Neustart als Schauspielerin. Aber sie hat keine Lust auf zu intime Fragen. Wenn ich dann mal drüber bin über den roten Teppich, dann ist Entspannung angesagt. Dann gucke ich den Film, esse Popcorn, so. Champagnerrausch, das war mal. Die alten Verlockungen können Jenny heute nicht mehr gefährlich werden. Auch aus Liebe zu ihrem Sohn. In diesem Sinne,